Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Simotrans in Folge, so viel weiß ich jetzt auch nicht, 283 oder so, ich glaube es ja, ne? Wir können es ja mal schnell nachgucken, dann wissen wir es, ne? Ladespiel 282 ist es, okay, dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, wir haben letztes Mal hier die Linien angepasst. Das war ja so, dass wir die jetzt nach Uhrzeigersinn, hier oben ist Linie 1, da 2, da war glaube 3, hier war 6 und 9 hatten wir auch, die haben wir alle angelegt. Wir hatten noch geschaut, dass andere Busse wegfahren, die müssten jetzt von der Linie heruntergeflogen sein. Die Linien müssten eigentlich leer sein, oder wie war das? Granulat. Es gibt eine Granulatlinie, die fährt auch irgendwo lang. Ja komm, lass uns mal die Stadtbusgeschichten machen. Radolfzell, Rathaus, Bahnhof. So, da sieht man noch, Lilienthal stehen noch die Tausende von Leute und... Ja, das ist jetzt gut, ne? Radolfzell, Rathaus, Bahnhof. Ist tatsächlich die Linie und ich habe letztens doch da irgendwas anderes gesehen, oder? Vertue ich mich da jetzt? Auf jeden Fall stehen hier die Leute noch. Das ist wichtig. Gut, das heißt, die Linie kann jetzt gekickt werden, ne? Ich müsste aber doch tatsächlich mal gerade schauen, ob die Leute dann verschwinden, wenn ich die Linie kicke, ne? Aber es ist ja kein Bus drauf. Also ist das wirklich Linie löschen ohne Probleme? Habe ich gedacht. Die waren doch noch auf der Linie und jetzt sind sie hier weg, aber es ist egal. Die steigen gleich wieder in den nächsten Bus. Oder war da gerade ein Bus zufälligerweise? Das könnte natürlich auch sein, ne? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das könnt ihr im Video nochmal nachverfolgen und zurückspulen dann. Es kommen auf jeden Fall genug Leute. So. So, und jetzt haben wir hier die Linien. Und hier sind noch auch andere Linien. So, jetzt gehen wir mal hier hin. So, jetzt sind wir hier, ne? Ja. Wo hält hier der Bus an? Da. Jetzt machen wir da so. Und jetzt löschen wir die Linie. Und da passiert nichts. Da war eben definitiv der Bus. Hier ist alles in Ordnung. So, das heißt, die Linie kann auch gelöscht werden, wenn kein Fahrzeug mehr drauf ist. Radolfzell, da fährt noch ein Postfrosch lang. Okay, der hat auch noch genug Frosche drin. Okay, dann müssen wir da mal gucken, dass wir da hier noch Postfrosche drauf kriegen. 1, 2, 3. Wir müssen zum Depot. Da ist es. Und ich glaube, wir hatten letztens schon den LKW hier. Warte mal, der war. Ne, der war's. Ja, können wir jetzt hier nicht so machen. Die beiden waren gleich stark, der hat ein paar PS mehr, oder KW sind es ja. Und der. So, das waren 1, 3, 5 Linien. Und Radolfzell 1 startet da. Radolfzell 2. Startet da. Doof ist, dass das nicht immer wieder zurückgeht. Dass das wieder zurückgeht. Ah, super. 3. Starten. Na, kann ich doch scrollen, geht schneller wieder rechts. 6. Starten. Und 9. Starten. So, überall ist jetzt auch ein Postfrosch drauf. Sollte funktionieren, oder? Depot kann zu, oder? Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Hier sieht es ja ganz schick aus, bis auf den letzten. Ne? Da stehen schon 102 Leute hier an der Haltestelle. Ah, da kommt gerade der Bus vorbei. Ah, ja, das sind nicht alle mitnehmen können, ne? Oh, guck mal, da kann man reingucken, da sitzen welche. Geil. Voll cool gemacht. So, hier sind immer noch 32 Passagiere, die dort nicht abgeholt worden sind. Ja, ist halt so.
Bis auf die ersten Dinge sind schon alle schwarz. In den schwarzen Zahlen natürlich, ne? 8. Ja, hier 97, 15, 97. Könnte alles funktionieren, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Bis auf hier sind ja ganz viele. Hier. Okay, hier sind es natürlich überall sehr viele Leute. Aber wir haben auch einen großen Bus, wo viel abgeholt werden kann, ne? Da war er wohl gerade. Die Linie sollte nicht das Problem sein. Und Linie 9 wird auch nicht das Problem werden. Radolfzell Ost. So, da ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Stopp, das ist knapp daneben. Verbindung. Radolfzell 3 läuft hier. Radolfzell 3 läuft hier. Da auch. Muss ich nur gucken, ob ich den da runterschmeißen kann, ne? Wenn überall bei einer hinfährt, Radolfzell 3. Radolfzell 2. Und Radolfzell 2, also es werden überall Dingens, das bedeutet, er kann Fahrzeugdetails ausgemustert werden. Wenn er leer ist, kann er dann weg. Dann kann die Linie auch weg. Hier haben wir jetzt Radolfzell Rathaus Bahnhof. Da sind zig Fahrzeuge drauf, wie wir gerade sehen. Was jetzt wieder keiner gerade versteht. Hier sind 100 Leute. Da sind 5. Da sind 5. Da ist keiner. Das heißt, das hier ist relativ egal, ne? Warte mal, das ist Lilienstraße. Das ist 99. Ach so, nee, das ist ja, wir müssen ja tatsächlich in der Lilienstraße mal gucken, ob die alle zum Rathaus wollen. Das haben wir überhaupt nicht bedacht, ne? Das ist doch hier Lilienthal, ne? Ja. Ja, die wollen ja alle dahin, also es ist ja doch richtig, was wir hier machen, ne? Und Sack Post. Marktplatz. Alberthafen, Dresden, das ist unsere heimliche, ne? Auf dem Markt wollen die Postsäcke hin. Aber jetzt kommt hier wieder eine Lieferung und das hier ist gar nicht nötig. Der kann woanders hin. Der kann auf die Marktlinie. Da müssen wir mal gerade gucken, wo der Markt da seine Haltestelle hat, was für eine Linie da verbindet. Da fährt die 6 lang. Dann würde ich den jetzt hier auf dem Fahrplan Nummer 6 schicken. Okay, Radolfzell 6. Zack. Dann ist er hier weg. Und den einen, der braucht da auch nicht fahren, weil, ne? Der kann auch noch die zum Markt bringen. Die 11 Postsäcke, ne, die gehen jetzt verloren, wenn ich das hier umändere, oder? Wie ist das? Und zack. Ne, die gehen nicht verloren. Der lässt die so drin und fährt die irgendwo durch die Gegend, bis sie dann da doch abgeliefert werden können, ne? Das gucken wir uns doch jetzt mal an, oder? Ah, der fährt zur Lilienstraße zurück. Dann kann er die da auf der Lilienstraße auch entladen, oder? Passt schon. So, er fährt jetzt hier 30 Säcke Post durch die Gegend. Wer sind das? Ah.
Der ist doch hier irgendwie falsch, oder? Ein Bulli? Bahnhofzell Ost. Ach so, das ist der Bulli, der noch leer werden muss. Okay, alles klar. Der fährt immer noch 30 Postzettel durch die Gegend und klappt nicht, ne? Da ist auch irgendwas falsch, oder? Aber ganz gravierend. Hier sind schon auf jeden Fall 250 Säcke drin und Radolfzell Ostdeutsche, die kann er nie abliefern, ne? Shit. Da haben wir was falsch gemacht, glaube ich. Die bleiben da jetzt immer drin, oder wie ist das? Wo steht er denn jetzt da? Der wird ausgemustert. Rathaus Bahnhof. So. Hier läuft aber noch was falsch, ne? Ja. Ich glaube, hier können wir ein paar Linien. Die Linie müssen wir auch ändern, ne? Ja. Das kannst du alles löschen. So muss es passen, oder? Hat der immer noch die 11 Säcke Post drin? Ja, der kommt auch nie hin. Wie kriege ich die weg? Zum Depot? Gucken wir mal, oder? Bis sie dann weg sind. Im Depot wird alles verteilt. Hier habe ich jetzt den gleichen Mist gebaut, oder? Na, der fährt zur Linienstraße, kommt der auch noch vorbei, der auch noch. Und der hat Ostdeutsches Rathaus da drin. Das bedeutet, der kriegt das auch nicht hin. Und der auch nicht. Die sind okay. Jetzt ist er beim Depot angekommen. Dann wollen wir mal gerade ins Depot gucken. Und können wir wieder starten. Ist er schon raus? Nee, ne? Warte auf freie Stecke und da ist jetzt keiner mehr drin. Okay. So sind wir die Leute losgeworden. Alles klar. Und er fährt immer noch durch die Gegend hier. Er hat jetzt Ostdeutsches Rathaus. Ach ja, warte mal, der hat das auch so, dann spielt es ja keine Rolle. Die sind ja safe, weil die beiden angefahren werden. Ja, Ostdeutsches Rathaus. Und der bringt gerade schon welche zurück. Zurück rentiert sich leider nicht so sehr, also rentiert sich schon, ne? Aber naja, wir müssen da jetzt Leute abbauen. Gut, wann er hier mal weg ist, weiß ich nicht. Der steht da jetzt auch gerade besonders toll, oder? Wo steht denn der? Da. Wartet auf freie Strecke. Dicker, fetter Rückstau wahrscheinlich. Ah ne, jetzt fahren sie alle weiter, dann fährt er auch gleich raus, oder? Er ist aber vor der Tür ziemlich viel los, ne? Frontwagen, das ist... Ja, passt schon. Der wird auch richtig fahren. Ob der jemals da rauskommt, das ist die Frage, ne? Hier ist einfach zu viel los. Irgendwas ist da falsch, ne? Das müssen wir irgendwie ändern. Ah, da fährt sogar einer mal rein. Ah, er ist schon einen Zentimeter vorgerückt, glaube ich. Irgendwann fährt er dann auch raus, oder? Ich glaube, wir machen hier mal ein paar Schilder in die Einbahnstraße machen und sowas, oder? Das würde bestimmt Sinn machen.
Dezember. Einbahnstraße. Ich glaube, wir machen hier so einen Kreisverkehr raus. Kann das sein? So. Dann muss er nämlich da lang. So geht's dann auch. Dann muss er da lang. Und so geht's auch. Dann kann da auch keiner reinfahren. So läuft's, oder? Jetzt ist es ein Kreisverkehr geworden. Vielleicht entspannt sich das dadurch. Ah, guck mal, unser Kleiner kann da jetzt auch rausfahren. Musste aber jetzt auch gerade feststellen, dass er da nicht mehr lang darf. Vielleicht ist der Kreisverkehr gerade doch nicht so gut, wie wir sehen, weil da einfach zu viele Autos im Kreisverkehr sind. Das gibt der Rückstau so ein Ende, kann das sein? Weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja, hier ist jetzt schwierig. Sonst... Nee, geht nicht anders. So, da ist er erstmal leer. Jetzt geht's auch weiter. Vielleicht. Okay. Ja, sieht gerade nicht so prickelnd aus, oder? Hier unten knuddelt sich so auch noch lang. Ich habe gerade die Idee, dieses Stück zu verbinden da. Und den Kreisverkehr größer zu ziehen. Das ist nur eine Freifläche sogar hier, ne? Das ist aber, glaube ich, ein Feld, oder? Sagt uns die Lupe. Ah, das sind freie Felder, das da oben ist schon ein Zaun drumherum. Also diese beiden sind freie Felder. Hier will ich das Feld verlieren. Nee, oder? Gefällt mir hier gar nicht. Das gefällt mir hier gar nicht. Wie können wir das entzerren? Also ich glaube, die Richtung können wir schon mal rückgängig machen und die Richtung auch. Vielleicht ist das schon mal besser so. Jetzt fließt es ein bisschen mehr vielleicht, oder? Weiß ich auch noch nicht. Nicht wirklich, ne? Weil hier unten ist es echt schwierig. Es sind zu viele Busse unten drauf, vor allem diese von da nach da sind das Problem, kann das sein? Naja, die hören ja auch bald auf, ne? Da ist wer überfüllt, okay. Was macht denn Linienstraße? Da sind noch 14.000, ne? Der Bus, oh ne, jetzt ist er doch angehalten. Sieht aber so aus, als ob es gar nicht weniger wird, ne? Denn jetzt ein bisschen entspannter? Ne, nicht wirklich. Da oben stehen sie immer noch alle im Stau. Also das ist hier schon schwierig, ne?
Das war der falsche LKW, den wollte ich nicht haben. Ich wollte den Post-LKW hier haben. Postrad auf der Klosterbauer Adenau. Okay, der muss so fahren. Die wird jetzt gerade mal unter die 100 irgendwie gekommen, ne? Was ist das für ein Bus hier? Radolfzell, Vorstadt, Ost. Gucken wir uns doch mal die Linie an. Mach das mal so. Hier gibt es eine Linie, die da lang fährt, ne? Ja. Dann da. Gibt's auch eine Linie lang fährt, ja. Da gibt es auch eine Linie, die lang fährt. Ja. Und dann gibt es da auch noch eine Linie, die lang fährt. Ja. Das bedeutet, du nix laden. Wenn du leer bist, kannst du da ausscheiden. Und so müssen wir hier weiter handhaben noch. Stehen sie hier unten alle, ey. So, der ist nicht laden, aber der kann auch ausgemustert werden. So, das ist ausgemustert, bedeutet das Fahrzeug ist weg. Ist hier noch irgendwo ein Bus bei? Nein. Da ist noch ein Bus. Jetzt habe ich den immer noch nicht. Doch, jetzt habe ich ihn aber, ne? Der fährt nach Adenau. Ja, dann kann der weiterfahren. Warte mal, der fährt nach Adenau. Da haben wir doch. Der braucht da nicht langfahren. Da haben wir eine Zuglinie für. Ausmustern. Wenn er fertig ist. Der braucht ihn nicht rumgurken. Da hinten ist ein Bus. Da ist er. Der ist auf Linie 2, okay. Der ist ausgemustert, alles ist gut. Linie Radolfzell Ost, weg. Und Vorstadt Ost, weg. Radolfzell West. Da fahren auch noch zwei drauf rum, ey. Oh. Titangasse, Norddeutsche Mühle. Komm, wir gucken lieber nochmal nach. Ja, hier fährt ein anderer lang, weiß ich. Linie 1 ist es, okay. Ne, ja, das ist falsch, hier sind wir richtig. Linie 9. Nicht, dass wir nachher irgendwo was vergessen haben. Linie 2. Jupiterweg. Linie 6. Und hier noch. Linie 9 oder 6. 6. Gut. Ausmustern. Fahrzeugdetails ausmustern. Weg. Jetzt stehen sie hier auch schon im Stau. Und da weiter im Stau. Da im Stau. Hier rücken sie auf. Okay. Ja, ich glaube, da machen wir jetzt erst wieder einen Cut. Die Folge ist schon wieder super lang geworden. Wir werden nächstes Mal diesen gordischen Knoten noch weiter bearbeiten müssen. Wenn diese Fahrzeuge hier weg sind, sind wir schon wieder zwei los, die da mit drin sind. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen, aber ist halt so. Kriegen wir aber auch, denke ich mal, auf Dauer hin. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das Video hochlade. Das nächste. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.